Und nun Sandra Schöck, 15 Jahre vom TSV Schmieden, vierte der deutschen Meisterschaften in diesem Jahr in Bochum im Rahmen des deutschen Turnfestes, gilt als eines der größten Talente im deutschen Turnerbund. Muss man sicher noch die weitere Entwicklung abwarten. Sicher, ja. Aber die Fachfrauen sind sich, glaube ich, einig, dass da was draus werden kann. Um die Erklärungen mit den sogenannten geräte-spezifischen Körperelementen abzuschließen, beim Seil sind weder die Gleichgewichtselemente noch die Drehungen, sondern die Sprünge. Also muss eine Dreifachkombination in der Übung sein und noch zwei andere verschiedene Sprünge. Hola, kurzer Passgang, ein Zehntel. Das Gleichgewichtselement, das auch drin sein muss. Aber eben nur eins, pflichtmäßig. Lüfterserie, drei Stück müssen drin sein, eine davon auf der Stelle. Wieder eine Hüpferserie. Die Hüpfschwierigkeit mit den Drehungen. Hinter dem Rücken gefangen, wird extra belohnt, ist risikoreich.